PlayStation 5 oder Xbox Series X? Herzliches Willkommen, liebes YouTube, ich bin's, euer Nachti, live in Farbe und Bunt und heute mal wieder mit einer NTV-Sondersendung, einer NTV-NTV-News-Sendung sozusagen, meine Lieben. Wir gehen ein bisschen durch, was tut sich aktuell bei mir, was kommt in der Zukunft, was wird passieren werden könnte, wir schauen uns das mal an. Und mega danke gleich mal vorhin weg, mega Dankeschön an alle Twitch-Viewer und Twitch-Followers. Wir haben die 5000 Follows von Twitch erreicht. Ihr seid bombastischer Wahnsinn. Also, wenn mir das jemand vor 6 Jahren gesagt hätte, dass zu einem kleinen Nichts wie mir da 5000 Follows jemand hinklatscht, hey, ihr seid der Wahnsinn. Mega Dankeschön. Ich verneige mich, ich sage wirklich mega Dankeschön. Ich werde mich natürlich revanchieren mit einem Cancer Stream Deluxe und ich brauche dazu ein paar Dinge. Ich brauche ein Wochenende, wo ich frei habe und ich brauche passendes Wetter. Wenn es draußen zu heiß ist, werde ich mir hier drinnen keinen Deppen runter tollen, obwohl. meine Idee wäre gewesen, wir machen einen kennzerhaften Ringfit-Stream. Jeder will sehen, wie dieser prachtathletische Körper hier rumhüpft und cancert. Auf das freue ich mich mega. Falls sich was ergibt, werde ich mir natürlich noch ein zweites Special dazu überlegen. Oh, mal gucken, aber ist in Planung und kommt auf jeden Fall. Wie gesagt, an einem Wochenende möchte ich es machen, wo halt auch viele Leute zugucken können und Wetter sollte halt passen, ne? Next! Wer meine Twitch-Streams in letzter Zeit verfolgt hat, wir sind zurzeit voll am Umbauen, also am Umräumen im Gaming-Room, ja? Man kann es vielleicht auch erkennen, hier sind plötzlich 3 CD-Regale. Eins kam dazu, genau, war notwendig, ich konnte keine PlayStation-Spiele mehr reinmachen, weil leider voll. Genau, in den Streams sind wir gerade dabei, dass wir hier ein bisschen drüber räumen und auch neu sortieren. Die einen oder anderen haben mein Sortiersystem schon bemerkt, bemängelt und gesagt, Anix, es ist nicht so, wie es sein sollte, ne? Kannst du nicht einfach da die Labo-Spiele zwischen normale Spiele stellen? Ne, das geht nicht. Das ist rot, das andere schwarz, das geht nicht, ja. Ja, hin und wieder berücksichtige ich euch natürlich da liebend gerne, weil es stimmt ja dann auch wieder irgendwo zum einen Teil. Und zum anderen Teil will ich halt mein gepflegtes Chaos selbst verarbeiten. Aber es ist cool, wenn wir so die Spiele auch dann durchgehen. Was habt ihr? Wie macht ihr das? Wie räumt ihr das ein? Und man hat ja fast zu jedem Spiel irgendwie eine Story. Darum ergeben sich da irrwitzig eigentlich lange Streams für, weiß nicht, ein Regal oder weiß nicht, oder eine Reihe. Aber es macht Laune, es macht mega Laune. Ich sage danke für alle, die da ständig dabei sind. Bombe, einfach Bombe. Genau, und wenn das hier fertig ist, also wir sind jetzt hier noch da drüben, könnt ihr gerade nicht sehen, bei den PlayStation 2 Games noch, ne, die müssen wir noch umräumen, ja, und dann werde ich mir überlegen, wie wir mit den Konsolen weitermachen, also das will ich mir jetzt mal auch mal perfektionieren, dass wir das hier groovy umräumen, ja, genau. Dann, nächstes Thema, wichtiges Thema, ultimativ wichtiges Thema, PlayStation 5 oder Xbox Series X. Wie ihr wisst, ich bin da sehr neutral und da schlägt auch ein grünes Herz neben dem blauen und so weiter. Die Entscheidung war wirklich schwierig, aber ich habe mich dieses Mal für die PlayStation 5 entschieden. Also ich werde mir natürlich die Box auch holen, aber zum Launch, PlayStation 5. Weil ich mir gedacht habe, komm, Exklusivtitel bekomme ich auf der PlayStation und die ganzen Xbox-Spiele, die jetzt kommen, kann ich alle auf meine Xbox One noch zocken. Also es ist jetzt nicht gerade, ja, auch der Punkt, wo ich sagen muss, jetzt muss die Series X her. Wenn es vielleicht zu Weihnachten kommt, in einem geilen Bundle-Deal, wo ich sagen kann, ja, das kommt, das passt, das sieht gut aus, das ist vom Preis her okay, vielleicht, ja. Sonst spätestens zu Forza Motorsport, ne? Werde ich mir die neue Xbox holen müssen, können, lieb haben, auf jeden Fall. Genau, und PlayStation 5, wie gesagt, habe ich mir jetzt mal bestellt mit einem zweiten Controller, falls Frau Birgit oder wer auch immer mit kooperieren will. Mitdatteln möchte natürlich.
Jetzt kommt die Sache, Spiele. Welche Spiele soll man sich holen? Spider-Man ist jetzt meiner Meinung nach so ein Pflichttitel, den ich mir unbedingt holen möchte. Weiters, wie gesagt, ich habe auch bei Dirt 5 überlegt, die ganze Zeit immer PlayStation 4 oder Xbox One. Jetzt werde ich es mir natürlich für die PlayStation 4 holen, weil ich es dann ja auch auf der PlayStation 5 zocken kann. Dann sind es ja schon zwei Games, die ich auf der PlayStation zocken kann, ja. Jetzt würde mich natürlich eine Frage brennen auf der Zunge. Welche Konsole holt ihr euch? Holt ihr eine Konsole? Falls ja, falls nein, PlayStation versus Xbox, Kommentare, Fight. Und natürlich, welche Spiele holt ihr euch dazu? Oder sagt ihr, PlayStation 4 hat noch so viele geile Games, Xbox One ist auch noch mit 100.000 Spielen am Start. Oder vielleicht doch lieber, hey, Alex, hör auf mit den Schwachsinn, Switch und aus. Oder Alternative 4, Retro und sonst gibt's nix. Genau, hey, würde mich wirklich interessieren. Schreibt es in die Kommentare. Was holt ihr euch? Welche Spiele gönnt ihr euch dazu? Oder welche Spiele empfehlt ihr mir? Alex, du musst Demon's Souls spielen. Da spielen wir vorher mal das PlayStation 3 Spiel, okay. Genau. Nächster Punkt. Ich bedanke mich beim lieben Marcello und beim Dennis vom NES-Kommando, dass ich beim letzten YouTube-Video ihrerseits mitwirken durfte. Es war mir eine Ehre, es hat wirklich viel Spaß gemacht. Bei Sonic, hey, da bin ich immer dabei. Sonic geht immer, Sonic Rock'n'Roll. Dankeschön euch beiden, mega, mega Dankeschön. Ich verneige mich, Dankeschön, meine Lieben. Hat mir Spaß gemacht, auf jeden Fall. Und natürlich nicht zu vergessen, ich verlinke euch hier oben, ne? Ich hau euren Link vom Video hier rein. Mega Dankeschön, abonniert die beiden, richtig cooles Duo, meine Lieben. Dann nächstes Thema, lieber Herr Best Proker. Proker, Proker, Proker. Andi, dein Paket kam letzte Woche schon. Wie ihr sehen könnt, Alex kam noch nicht dazu zum Unboxing. Ich will das natürlich wieder ver-YouTuberisieren. Wir werden hier ein geiles Unboxing machen und gucken, was mir der gute Best Proker hier vermacht hat. Ich freue mich schon. Ich sag schon mal mega, mega Dankeschön. Da ich schon ein bisschen weiß, was drin ist. Hey, mega danke. Mega, mega Dankeschön. Sehr, sehr groovy. Kommt ein Video natürlich. Dann, meine Lieben, wenn wir schon bei Pickups sind, würde ich fast sagen, wir brauchen die neuesten natürlich. Die machen wir jetzt schnell rucki-zucki in unserem coolen NTV-Sendung heute mit. Ich habe mir die Mario All-Stars 3D Collection geholt, wo ja Mario 64, Sunshine und der Galaxy-Teil drauf ist. Eher für die Sammlung. Ich habe jetzt Mario 64 schon angespielt. Es spielt sich schon geil und es sieht auch toll aus und es macht Laune. Aber da bin ich, glaube ich, selber zu retro-lastig. Da schließe ich mir lieben gerne meine N64 an und dann bin schon auf Sunshine und den Wii-Teil auf Galaxy gespannt. Aber ich glaube, ich bleibe eher bei den Originalen. ist halt meins. Bin halt ich, ne? Genau, das hier. Und da zurzeit Amazon und Müller ihre 3DS-Spiele runtergeschrieben haben. Nämlich die 3DS-Spiele. Und ich habe mir geholt hier Kirby und das extra magische Garn, was ja schon als nur das magische Garn für die Wii erschienen ist. Aber Kirby, ich mag Kirby und warum nicht auf dem 3DS auch nochmal. Hat jetzt 15 Euro gekostet, mir waren immer die 40 viel zu teuer. Da muss ich wirklich sagen, 40 war mir zu teuer für den Port. 15 Jahre, weil dann spielt man es nochmal durch auf dem 3DS und Kirby geht ja immer, ne? Darum auch noch Kirby. Und wenn wir schon bei Kirby sind, wer könnte da besser passen als Kirby selbst, ne? Mit dem Battle Royale Teil, meine Lieben, der gerade für 6 Euro, ich glaube sogar bei Amazon drin ist, aber ich habe es bei Müller gekauft für 6 Euro. Hey, kommt, ich denke mal, da kann man auch nicht so viel falsch machen mit dem Preis. Mal reinschnuppern, es gibt einen Multiplayer, es gibt einen Online-Multiplayer, wo ich bezweifle, dass Leute noch online sind, aber immerhin. Und es gibt einen Story-Modus sogar, ne? Ich würde sagen, wir spielen da einfach mal rein, oder ich spiele da mal rein und wir erleben es, wie gut wir es kann. Ich habe es immer, ehrlich gesagt, ein bisschen ignoriert. Ich habe immer nur gedacht, das ist ein reiner Multiplayer-Titel und keine Story, nix. Aber mit Story, ja, why not, ne? Und für 6 Euro, komm, da kann man nicht viel falsch machen, genau. Genau, meine Lieben. Dann kommen wir zu einem interessanten neuen Thema. Neue Projekte. Also, ich habe mir ja überlegt,
dass ich, wie ihr schon mitbekommen habt, Pickups ein bisschen zurückschraube. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, vielleicht auch nicht. Ja, Pickups zurückschraube und auf andere Videos mich ein bisschen spezialisiere. Und da hat mich der gute Ethic nämlich im Stream auf eine Idee gebracht, wie er gesagt hatte, Alex, wie ist dein PC-Setup? Also PC-Setup, auf das gehe ich jetzt nicht weiters ein, könnte ich vielleicht auch mal, aber zum Beispiel, wie zockst du die und die Konsole? Was nutze ich dafür? Also welche Controller, welche Kabel, welche Konsole und. Ich glaube, das ist ganz interessant. Ich glaube, das wäre ein lustiges kleines Thema und sowas in die Richtung wollte ich schon mal machen, aber vereinfacht. Und wenn ich das dann ganz... Muss ich gucken, wie sich das halt zeitlich ausgeht. Vielleicht lasse ich da mal einfach einen Freitag aus, dass es da kein Video gibt. Und dann vielleicht nächste Woche halt ein größeres. Mal gucken. Aber auf jeden Fall, die Idee ist geil. Die Idee ist cool. Schreibt mal in die Kommentare, was haltet ihr von der Idee? Würde es euch interessieren, wie zocke ich, keine Ahnung, zum Beispiel Super Nintendo, Mega Drive, N64, Dreamcast. Keine Ahnung, schreibt es einfach rein. Würde mich interessieren. Genau, und zum letzten Punkt, meine Lieben, wo ich noch kommen möchte, das wäre, da immer wieder viele Fragen. Alex, wann streamst du wieder? Ich weiß, ich habe oft sehr, sehr bescheidene Streamingzeiten, meistens tagsüber, weil ich da einfach mehr Zeit habe als abends oder wenn ich zum Beispiel arbeiten muss, ne? Jetzt habe ich die Frage an euch. Es gibt ja auf Twitch die Möglichkeit, dass man ein Timetable macht, zum Beispiel, ja, ich kann am Mittwoch streamen. Und dann schreibe ich da rein, ja, Mittwoch könnte sein. Also ich würde immer mir den Spazi lassen sozusagen, dass ich jetzt streamen kann an dem Tag oder auch nicht. Aber zumindest, dass ich davon merke, an den Tagen hätte ich Zeit, wenn mir nichts inzwischen kommt. Was haltet ihr von der Idee? Ja, das war unser letztes Thema. Viel Spaß beim Weiterzocken, meine Lieben. Mega danke für euren Support. Einfach wirklich mega danke für Twitch und YouTube hier. Dankeschön, dass ihr mich akzeptiert, wie ich bin. Ja, wirklich sehr, sehr groovy. Wir sehen uns nächsten Freitag oder natürlich in den Twitch-Streams, meine Lieben. Haut's rein, servus, viel Spaß noch und baba, tschüssi.